So, wir hatten unseren ersten Kampf gegen eine Art von Vampir, schien eine Unterart zu sein. Liegt da etwas zermatscht. Wir gehen jetzt runter zur Bruderschaft, beziehungsweise zu dem Kollegen der Bruderschaft und fahren hier erstmal im Boot mit. Wir haben neue Fähigkeiten und ich bekomme mittlerweile mehr Blut, wenn ich die Gegner im Kampf aussauge. Sehr, sehr spannendes Spiel, wunderbare Atmosphäre. Machen wir weiter. Also ziemlich fertig mit der Welt. Und ja, ich bin gespannt, was es mit der Bruderschaft auf sich hat. Und ihm hier sind wir ja im Pub begegnet. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. Genau, das bleibt geheimnisvoll. Appears from the middle of the canal. Only that with the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Super. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth. But when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Das ist ein super Angebot. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. Aber ich traue Swansea trotzdem nicht. Irgendwas stimmt nicht. Vor allem, wer war die Frau, die besucht hatte? Vor allem, sie kam durchs Fenster rein. Da haben wir die Hinweise aus den Gesprächen mit dem Wirt, der sich abgeleitet hat, dass Swansea zu Hause ist, weil er gehört hat, wie er das Fenster geöffnet hat. Und wir sind ja an der Tür gewesen, haben die Frau gehört, sind dann reingekommen und dann war sie weg. Also was treibt Swansea für ein Spiel? Und welchen Teil übernimmt hier die Bruderschaft? Und vor allem wissen sie es. Thank goodness, I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane.
Aber es scheint nett zu sein. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship is in sync. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. So, wir können uns wieder bewegen. Und die Mission wurde aktualisiert. Analysiere William Bishops Blut im Krankenhaus. Ich habe Dr. Swanseas Hilfe angenommen und werde im Pembroke Hospital arbeiten. Ich hatte keine Wahl. Der Mann weiß von meinem Zustand und dass ich ein Vampir bin. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nichts über dieses abgeschiedene Krankenhaus. Jeder hier wird mich für das halten, was ich nicht länger bin, nämlich für Jonathan E. Weed, den berühmten Arzt. Ich muss sie alle belügen, die Patienten, die Belegschaft. Dies ist jetzt mein neues Zuhause. Mein Versteck von jenen, die hinter mir her sind. Mein Versteck vor der Außenwelt, bis ich verstehe, was mit mir passiert. Und ja, war jetzt, fand ich auch wieder interessant, dass der Jonathan im Gespräch mit Dr. Swansea immer auch irgendwie abstreitet, dass Vampire existieren. Spätestens nach seinem Blutdurst und dem Schattenwandeln und den Begegnungen, die er hatte, sollte ihm klar sein, dass das so ist. Aber es ist natürlich mitunter auch, glaube ich, schwer nachvollziehbar für einen Mann der Wissenschaft, das zu akzeptieren. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Okay, dann gucken wir mal, wie wir ins Krankenhaus kommen. Oder ist das noch weit entfernt? Checken wir mal die Karte. Das Krankenhaus ist hinter uns. Aber es ist Absicht, dass ich unten lang muss. Also da komme ich nicht durch. It's locked. Ich kann Blut, um mich zu heilen. Come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Seien Sie höflicher. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. So, Qualität des Blutes. Genau, kennen wir schon. Um das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in deinen Band ziehen, um sie so an einer Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bandstufe muss genauso hoch sein wie oder höher als der Widerstand des Bürgers. Drücke Links-Button LB, um Clay in deinen Band zu ziehen. So, Folge der roten Spur, um den Opfern die Schatten zu bringen. Also trotz meiner Wahl in der Aussage habe ich keine Wahl, ihn leben zu lassen oder auszusagen.
Ich könnte ihn doch auch loslassen. Okay, wenn du ihn aussaugst, wird dir eine große Menge EP gewähren, jedoch hat das Konsequenzen. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. Genau, ich lasse ihn mal los. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Genau, das mache ich auch nicht, weil ich denke mir, also ich würde jetzt an Jonathans Stelle auch nicht unbedingt wahllos die Leute töten und aussaugen, solange er sich halt wehren kann. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Doctor, where have you been? I've little time to play hide-and-seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor, with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is Sutton. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Thank you, Nurse Crane. Es geht bergauf für Jonathan, nachdem er seine Schwester getötet hat, als Vampir aufgewacht ist und erstmal auf der Flucht war vor den Wachen, im Kampf dann noch gegen einen untergeordneten Vampir noch einiges hat wegstecken müssen. Hat er zumindest mal einen neuen Job. Und ein eigenes Büro. Was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Ich gucke mich mal hier kurz noch um. Das ist aber wunderbar gemacht. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also optisch ist das echt wunderbar. Klar, also man hat es auch bei der Dorothy gesehen. Mimik und generell so ein bisschen so die Charaktere hätte man vielleicht noch besser ausarbeiten können. Wobei bei ihm, finde ich, ist das sehr gut gemacht. Je nachdem, so zweitrangigere NPCs haben wir häufig mal ein bisschen geringere Qualität. Aber halt von der Atmosphäre ist es halt Deluxe. So, wir suchen uns erstmal unser Büro, gucken uns hier ein bisschen währenddessen noch um. Also schon so ein Spiel, wo ich mich auch gerne umgucke, weil das einfach nur nice gemacht ist. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Verhindern Sie Ansteckungen. Unbedachte Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreitet sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich einfach gesagt. Aber ja, weil, selbst heutzutage im 21. Jahrhundert, es gibt Leute, die können einem gegenüber sitzen oder einfach in der Nähe sein und husten, ohne sich nur den Mund abzudecken. Und wenn ihr euch mal gewundert habt, warum ihr, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Geschichten, also irgendwelche Sachen aus Japan seht, Ausschnitte, Dokus und sowas, da seht ihr häufiger mal die Leute, die draußen rumrennen mit Atemmaske. Das machen sie nicht, um sich nicht anzustecken, beziehungsweise das machen sie nicht, um andere nicht anzustecken oder wegen irgendwelchen exorbitanten Krankheiten, sondern schlichtweg, weil sie einfach nicht Gefahr laufen wollen, krank zu werden, damit sie und dann nicht arbeiten zu können. Das muss man sich mal geben. Ja, ist krass.
abgenutzte Säge. Eine chirurgische Säge, die Knochen durchtrennen kann. Also Waffen, finde ich, habe ich jetzt relativ viele schon bekommen, dafür, dass das jetzt noch ziemlich am Anfang ist. Das wird auch interessant werden, vor allem auch zu gucken, ist das etwas, was ich dann später tatsächlich brauche. Muss ich Waffen wechseln oder kann ich auch wirklich sagen, okay, ich bevorzuge einfach jene Waffe, weil sie mir besser gefällt. Werden wir sehen. T. Erwoods Patientenakte. Patient Thomas Erwood, männlich, Alter 28, behandelt von Dr. Tippetts. Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September. Datum der Entlassung noch offen. Anmerkungen. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Einstellung bzw. Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom, an Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Okay, ist sogar ein Questgegenstand. So, Thomas Erwood haben wir hier im Personenkreis schon mal mit drin stehen. Und ja, den Patienten werden wir bestimmt auch noch begegnen, irgendwo hier im Krankenhaus. Ich werde jetzt gleich mal nochmal mein Büro suchen, nachdem ich hier erstmal alles so ein bisschen durchsucht habe. Und hier, Flasche billiger Gin. Da habe ich da jemanden in meinem Bekanntenkreis, der würde das gut gefallen. Dr. Reed, hier ist unser Büro. Guck mal, haben wir hier so eine Karte vom Gebäude? Leider nicht. Dann muss ich mir das so merken. Ich suche hier auch nochmal kurz ab. Okay. Jo, hier machen wir einen kleinen Cliffhanger. Bevor Jonathan Reed sein neues Büro betritt, beenden wir die Episode. Und es wird weitergehen mit Vampir. Meiner Meinung nach bisher ein sehr gutes Spiel. Sehr, sehr gute Story. Interessante Dialoge. Interessante Mechaniken. Es hat so ein, zwei kleinere Schwächen, aber darüber kann ich locker hinwegsehen. Das Spiel zieht mich in seinen Bann. Und das ist das Wichtigste. Sayonara.